Guten Morgen! Heute habe ich zwei Themen im Gepäck. Eins davon ist, dass ich endlich mal richtiges Rohkostbrot herstellen wollte. Und nicht immer nur diese dünnen Fladen, sondern richtig saftiges, geiles Brot. Aber zuerst zu den Israel-Spezialitäten. Nachdem ich ja, seit Mitte Dezember ca. 70 Kilogramm Orangen gegessen habe, dachte ich mir, dass es mal Zeit wird für eine Ladung Grapefruits. Und da es bei Mallorca-Orangen, wo ich immer bestelle, keine Grapefruits gibt, habe ich in diesem Zusammenhang bei einem mir explizit empfohlenen Shop den Israel-Spezialitäten ja, Zeug gekauft und ja, will das zusammen mit Euch testen. So, es ist mal wieder Zeit für ein Unpacking. Ich mache mal jetzt das Gerät aus, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Und zwar habe ich jetzt insgesamt 70 Kilo Orangen seit Mitte Dezember gegessen und bestellt. Da dachte ich, okay, ist mal wieder Zeit für was anderes. Ich habe jetzt hier einen anderen Hersteller genommen, einen anderen Hersteller, einen anderen Einlieferer. Israel Spezialitäten heißt das. Und da habe ich mir Orangen bestellt, allerdings nur ein Kilo zum Testen. Dann habe ich 15 Kilo Grapefruits bestellt und ich habe 7 Kilo Mandarinen bestellt. Und das habe ich jetzt zum Unpacking. Ich möchte euch das so zeigen, wie es so drin liegt und so weiter. Und vielleicht auch mal kurz verkosten, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ja, das ist jetzt das Paket. Hier übrigens habe ich probiere ich selber hergestellt, das Rohkostbrot zu machen. Also richtiges Brot. Und nicht nur irgendwie so dünnes, sondern richtiges, wirklich richtiges Brot. Ne? Was daraus wird, das seht ihr dann in einem anderen Video. So, auf jeden Fall, genau. Da bin ich jetzt total gespannt, weil das erste Mal das dort bestellt habe. Wie gesagt, Orangen, Grapefruits und Mandarinen müssen da drin sein. Ich bin gespannt, ob alles frisch ist, die Ware. Deswegen halt auch hier aufnehmen. So, ob alles frisch ist, wie es verpackt ist, dass ihr Bescheid wisst. So, okay. Na? So, das ist hier wie so ein. So. Okay, das sind jetzt, also ich habe gekauft 7 Kilo Jaffa-Mandarinen, 1 Kilo Jaffa-Orangen und einen 55er Karton von Grapefruit. Das sind halt Bio-Grapefruit. Schale kann man mitessen. Mache ich aber nicht. Das ist ein eigener Test. Schmecken lecker, schmecken aber nicht großartig anders als die man hier kaufen kann. Mit Kern. Ja, ich warte jetzt noch drauf, ob mein Mund brennt, weil das ist, dachte ich, immer so das Signal dafür, ob die wirklich unbehandelt sind. Weil die sind jetzt Bio. Ich bin gerade am Überlegen, ob der Mund jetzt anfängt zu brennen. Ich esse mal eine ganze. Also, ich bilde mir ein, dass der Mund auch ein bisschen, also die Lippen ein bisschen brennen. Also es brennt definitiv genauso, also das Art des Brennens ist genauso wie die behandelten. Auf jeden Fall mein Mund brennt und das wären ein paar brennende Tage, würde ich sagen, weil ich muss ja trotzdem verzehren. Und ja, würde ich sagen, da haue ich mal richtig rein. Gut, wisst ihr Bescheid? Also, ob man da jetzt wirklich so viel Geld ausgeben muss, wie ich das getan habe. Was habe ich denn überhaupt ausgegeben? Ich habe für 7 Kilo Mandarinen 26 Euro bezahlt. Naja, da sind schon 3,50 pro 3,50 pro Kilo, ist schon ordentlich, aber da würde ich sagen, ist wert. Fürs Kilo Orangen 2 Euro, na, das ist Pillepalle, das ist es auf jeden Fall wert. Weil hier zahle ich in Deutschland, obwohl, nee, derzeit sind die Orangen auch in Deutschland Bio-Orangen für 2 Euro zu bekommen. Naja, ist knapp. Und die Grapefruit,
15 Kilo. Naja, also alles in allem muss ich sagen, bin ich nicht begeistert. Israel Spezialitäten, bin ich nicht begeistert, kann es nicht bedenkenlos empfehlen und werde, glaube ich, nicht noch einmal dort bestellen. Zumindest das, was jetzt hier angekommen ist. Das werde ich natürlich alles verzehren, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja? So ist das manchmal. Ja, nach 2 Minuten nach Beendigung des Videos brannten dann meine Lippen dann wirklich genauso, wie ich das auch von den konventionellen Grapefruits kenne. Und kann im Endeffekt nicht wirklich Bio, können nicht Bio Grapefruits sein. Aber es geht sogar noch weiter. Die Bio Mandarinen, also Mandarinen haben bei mir bisher noch nie in irgendeiner Weise gebrannt oder Reaktionen hervorgerufen. Die Mandarinen lagen, warum auch immer, auf dem Bauch meiner Freundin. Und auf einmal wurde der Bauch feuerrot und hat gebrannt und hat auch richtig Schmerzen verursacht. Also, das waren definitiv keine Biofrüchte und ich fühle mich einfach wirklich verarscht. Und so gerne ich Empfehlungen ausspreche, um euer Leben schöner, angenehmer und einfacher zu machen, so kann ich für die Israel-Spezialitäten wirklich keine Empfehlung als Shop, wo man bestellen könnte, geben. Und ich weiß, einige schwärmen davon, aber ich muss sagen, ich bin grenzenlos enttäuscht, weil das Bio ist für mich auch das Entscheidende. Weil es darum geht, wenn ich die Schalen verrotte in meinem Garten, dann möchte ich auf keinen Fall irgendwelche Zusatzstoffe da bei mir verrotten sehen auf dem Kompost, sondern ich möchte eigentlich unbehandelte Früchte haben. Deswegen ist mir das Bio so wichtig und unser Körper, ja, das ist eine andere Geschichte, aber wie gesagt, insbesondere für den Garten bei den Schalen ist mir das wichtig und entsprechend ich bin total enttäuscht. Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass ich ja, vor dem Shop warne, weil ja, was so eine Reaktion hervorruft auf der Haut für Mandarinen, also das kann nicht gut sein und ich merkte also auch überhaupt keinen Unterschied oder keinen Vorteil bezüglich Non-Bio und ich merke das, wenn ich irgendwo wie zum Beispiel im Lebe-Gesund-Handel bestelle oder so weiter oder hier auch Bio-Sachen, die europäisches Bio-Siegel haben, bestelle, dass dort definitiv immer ein Unterschied existiert in der Schale und in der ganzen Zusammensetzung der Frucht und das war aus meiner Erfahrung, ich kann es immer nur sagen, man kann es ja nicht, ich bin ja kein chemisches Labor, wäre einfach nur konventionelle Ware, die einfach nur Bio genannt wurde. Und letztlich habe ich nämlich auch kein offizielles europäisches Bio-Siegel irgendwo gefunden auf Israel-Spezialitäten, sondern es steht einfach nur da, dass das kommt aus Bio-Anbau. Eventuell habe ich da irgendwas übersehen, aber ich habe gerade nochmal auf der Webseite gesurft und ich habe da kein offizielles glaubwürdiges Siegel gefunden. Also da steht immer nur da als Bioanbau. Also mir sagt jede Faser meines Körpers, dass hier einfach nur mit dem Wort Bio auf Kundenfang gegangen wird. Die Grapefruits und auch die Mandarinen sind definitiv behandelt. Also so wie die auf der Haut brennen und auch wie die Lippe total taub wird, das kenne ich wirklich nur von stark behandelter Ware. Also ich werde definitiv nie wieder bei Israel Spezialitäten bestellen, Stand heute. Ja, nun kommen wir zum Rohkostbrot und ohne Laberei direkt rein ins Getümmel. So, hallo, ich möchte jetzt meine Verkostung durchführen und zwar habe ich versucht richtiges Brot herzustellen, in Rohkostqualität natürlich und nicht dieses komische flache Ding, sondern richtiges saftiges ordentliches Brot. Und ja, da habe ich jetzt hier 4 Kandidaten, ich zeige euch das mal, 4 Kandidaten mit 4 verschiedenen Rezepten. Die Rezepte habe ich mir alles selber ausgedacht, also da ist nichts dabei, was irgendwie aus dem Internet ist oder sowas, sondern alles selber ausgedacht. So, und bei der Verkostung möchte ich einfach dabei haben. Ich schneide die auch mal, ich habe hier noch eine andere Kamera, das ist die Kamera hier, ist die? Aber die habe ich schon nicht an. So. So, und ich habe noch eine andere Kamera. Das ist nicht. Ja, auf jeden Fall, das ist dann die Kamera. Und und mit der will ich mal zeigen, wie man das schneidet und wie das Schneidegefühl ist. Nun ist das Problem, ich habe die beschriftet. Ah doch, ich weiß ungefähr, wie sie aussehen. Das war der 4, das war der 3, das war der 2, das war der 1. Okay, nee, ich bin noch total im Bilder. Und auf jeden Fall, ja, wie sich die schneiden, weil ja auch die Haptik da eine gewisse Rolle spielt. Also ich zeige euch das mal alle. So, ich zeige die jetzt auf einer anderen Kamera, weil es da jetzt wahrscheinlich besser geht, oder? Ja, also das wäre jetzt die 1.
ich zeige euch das mal hier so in der Kamera noch. Das, also sieht am besten aus, sage ich mal. Ne? Einmal der Bruchtest, wie so gebrochen. Das mache ich dann in der Kamera. So, jetzt, das breche ich jetzt ab. Seht ihr das? So sieht das aus. Ah, cool. So, beim Schneiden seht ihr, so geschnitten, sieht auch richtig nach Brot. Also konsistenzmäßig ist das Bombe, sieht doch geil aus, mal sehen, wie es schmeckt. Das wäre Test 1. So, dann Test 2. Das ist die, das ist hinten, das ist vorne. Sieht noch nicht ganz so gut aus, weil die Seite habe ich noch nicht gedörrt. Das ist nicht richtig, die könnte noch ein bisschen, aber ich will jetzt testen. So, Bruchtest. Machen wir mal hier. Richtig knusprig und leicht. Ah, seht ihr, wie das abgeht. Also so richtig wie Brot. Richtig geil, auch geil. Schneiden, hier. Das könnte auf jeden Fall noch ein bisschen dörren, das ist noch nicht ganz gut. Meiner Meinung nach. So, das ist Nummer 2. Nummer 3, da ging es dann schon ganz schön ins Experimentelle. Hier, sieht auch nicht ganz so gut aus. Machen wir mal. Ja, hängt nicht ganz so zusammen, hängt natürlich auch damit zusammen, was ich für Zutaten drin habe. So, also das, schneide, ja, das flockt schon ganz schön ein bisschen, ne? Da sieht man hier, dass es nicht so gut zusammen bleibt, geht zwar, aber ja, okay, das war eine 3 und die 4, machen wir hier wieder einen Bruchtest. Das ist ähnlich wie die Konsistenz wie die 4, wie die 3. Geht, aber die ersten 2 sind natürlich der Hammer im Gegensatz dazu. Mal sehen, wie der Geschmack ist. So, gut, jetzt kommen wir zum Geschmack. 1, 2, 3, 4. Also, ich fange mal mit der 4 an, weil die 4 gefällt mir eh nicht, also da kann ich eh sagen, es ist scheiße. Und die 1 hoffe ich, also wenn die noch gut schmeckt, die 1. Also erstmal. Kann man nicht essen. Kann man nicht essen. Boah. Weg. Habt ihr mit Orangenschalen ein bisschen experimentiert? Kann man nicht essen. Scheiße. 3. Boah. Ja. Das wäre das Rezept für die 4 gewesen. 3 ist unspektakulär, ist auch das unspektakulärste Rezept. Hm, okay. Oh, 2, bin ich gespannt. Kann ich gleich wegschmeißen. Das geht gar nicht. Boah. Na, ich kann es mal anderen zum Probieren geben. Aber das geht gar nicht. So, und jetzt die 1. Ach, scheiße. Wieso schmeckt das alles so Rotze? Die 1. War eigentlich auch so, wie ich es intuitiv gemacht hätte. Hm. Ja, könnte. Bitte. Die ist von der Konsistenz auch genial. Riecht auch genial. Das ist das perfekte Brot. Nee. Konsistenz ist super, aber alles scheiße. Aber dafür habe ich ja hier mir 4 Tüten vom Traumkraut geholt. Was ist ein Kraut? Das soll Klarträume, also dass man mehr träumt, deswegen heißt es auch Traumkraut. Das ist irgendwie so eine aztekische Pflanze, die eigentlich illegal war bis vor ein paar Jahren, aber jetzt legal ist, auch nur als Tee. Ich esse die natürlich und dann soll ich geile Träume kriegen. Naja, wie dem auch sei, da habe ich mir vielleicht jetzt ein bisschen Traumkraut raus. Scheiße. Naja, aber so ist es halt. Ihr seid gleich dabei gewesen. Brotkonsistenz, das sieht wirklich gut aus hier. Echt geiles Brot. Schmeckt nur nicht.
Ja, wär's das gewesen. Tschüss. Ja, also beides unerfreuliche Ergebnisse, aber hey, das ist ein Tagebuch und bei mir klappt auch nicht alles und auch ich setze ja Geld in den Sand. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag und hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude beim Zuschauen und habt ein paar Erkenntnisse gewonnen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.